Hi Angel hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Huawei und die haben mir das Huawei MediaPad, das ja auf der IFA vorgestellt wurde, das ich ja auch im Test hatte und auch selber täglich nutze. Wir haben jetzt immer noch das Huawei MediaPad, aber diesmal mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Die haben mir gerade gesagt, das Update sollte so Ende Quartal 1, Anfang Quartal 2 erscheinen. Es kommt auch darauf an, wo man ist. Also in Deutschland werden ja hauptsächlich nur reine Huawei MediaPads ohne Branding verkauft. Da sollte es halt relativ schnell erscheinen, wenn man jetzt eins von T-Mobile oder so hat. Das dürfte ein bisschen länger dauern. Wir wollen uns mal schnell Ice Cream Sandwich hier anschauen. Gehen wir gleich mal in die Settings am Anfang. Und damit ist auch schon Android 4.0.1. Es wurde nicht so stark angepasst. Ein bisschen wurde die Oberfläche angepasst. Wir haben ja auch ein paar, wie dies hier zum Beispiel, Monthly Use Data. Also da kann man dann schauen, wie viel man beim UMTS verbraucht hat. Die Performance hier ist auf jeden Fall besser als unter Honeycomb. Manchmal stockt es darunter nämlich so ein bisschen, aber das hier sieht jetzt ziemlich schnell aus. Ja, das ist doch gut. Gehen wir nochmal in die Apps rein, vielleicht schauen wir uns mal hier was an. Ja, hier kann man auch schnell durchswitchen. Können wir vielleicht ein Spiel starten. Wir haben hier ein paar neue Cloud-Applikationen. Traffic Managers haben wir im Honeycomb Huawei MediaPad nicht. Die Widgets sind natürlich ungefähr die gleichen. Wir haben hier gerade kein Spiel drauf, das wir testen können. Aber wir sehen auf jeden Fall hier schon, wenn wir hier schon durchswitchen, das ist sehr viel schneller als unter Honeycomb. Wirklich sehr viel schneller. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir haben übrigens verschiedene Farben. Wenn ihr euch erinnert, ich habe das Huawei MediaPad zwar hier in der Tasche, aber ich kann schlecht zwei Tablets gleichzeitig halten. Aber diese Covers hier für die Antennen und auch hier unten für die SIM-Karte und Micro-SD-Karte, die sind in Deutschland schwarz. Hier haben wir jetzt eine graue Version, auch hinter dieses Aluminium ist ein bisschen dunkler. Wir haben hier hinten außerdem eine weiße Version. Moment, ich muss das eben aufhängen. Okay, so rum. Hier haben wir zum Beispiel eine weiße Version und was besonders interessant ist, wenn wir ein bisschen weitergehen, haben wir hier eine lilane Version. Ob die Farben jetzt auch in Deutschland erscheinen, das könnte mir der Pressemann hier nicht sagen, der ist nur für die USA zuständig. Das kommt eben darauf an, was die Shops und die Mobilfunkanbieter haben wollen. Ja, das ist Android 4.0 Ice Cream Sandwich auf dem Huawei MediaPad. Es erscheint Ende Quartal 1, Anfang Quartal 2, auch in Deutschland. Ein genauer Zeitpunkt steht eben noch nicht fest.